Ja, Freunde von Sibi Like Strange, da ist er wieder, euer Sibi. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja dieses Jahr noch nicht gesehen. Wir haben jetzt 2022. Und ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch erstmal die 3G-Regel, Gesundheit, Geld und Glück fürs neue Jahr, dass ihr gut durchs Jahr kommt und dass wir langsam aber sicher mal wieder ein bisschen Normalität reinkriegen. Ich glaube ja nicht, dass wir dieses Jahr den Driss loswerden, aber man weiß es ja nie. Wir sind ja noch immer in der Findephase, was das betrifft. So, ich möchte jetzt als erstes Mal im Jahr 2022 einen fetten Gruß loswerden, beziehungsweise ein fettes Dankeschön, und zwar bei meinen ganzen Abonnenten. Ich habe jetzt mittlerweile einige zusammen und ich weiß die genaue Zahl gerade nicht, es sind irgendwie was über 7.500. Ich möchte mich bei allen nochmal ganz, ganz recht herzlich bedanken. Also, was gibt's Neues 2022? Ihr habt mein letztes Update gesehen. Wie gesagt, ich war ein bisschen was unterwegs. Als allererstes Mal wollte ich einen ganz lieben Gruß an den Rolf und an den Martin schicken von dem Schmallenbacher e.V., Modelleisenbahn Schmallenbach e.V. Ich glaube, so heißt es, mir ist nicht ganz sicher. Bei denen war ich zu Gast. Durch einen Zufall, wir waren halt einfach in Schmallenbach ein paar Tage in Urlaub, meine Frau und ich. Und da sagte meine Frau: Mensch, die haben hier einen Eisenbahnverein, einen Modellbahnverein, da fahren wir mal hin. Ja, gesagt, getan, dahin gefahren. Ja, und bin da super nett aufgenommen worden. Jemand von dem Verein hat mich da auch erkannt. Ich war so ein bisschen überrascht, aber gut, es ist wie es ist. Hab mich sehr gefreut, bin auch super herzlich aufgenommen worden, auch vom ersten Vorsitzenden und vom Martin mal hinter die Steuerkulisse, hinter die Steuerbühne durfte ich mal gucken, die ganzen Monitore, wie die Bahn da ja, steuern und ach, war einfach klasse. War ein toller Nachmittag, kann man nicht anders sagen. Hab mich sehr gefreut, da gewesen zu sein. Also an euch nochmal lieben Dank und viele, viele Grüße. Das war zu meinem Urlaub, aber ganz zum Schluss kommt da noch mal so ein kleines Video, so ein kleiner Überblick auf die Bahn. Also jetzt nichts Wildes, ne? So, jetzt kommen wir zum Weiteren. Meine Bahn ist ja nur noch nicht fertig, ne? Und jetzt haben wir ja ein neues Jahr, neues Glück. Ihr wisst, zu 95 oder sagen wir mal 93, 94% liegen meine Schienen. Das Einzige, was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist an der linken Seite die Platte und an der rechten Seite noch ein Stück Platte, wo noch mal Schienenverlauf kommt. Da sind aber vielleicht noch mal, ja, lass das mal vielleicht 10 Meter Schienen sein, wenn es die sind, dann bin ich im Prinzip fertig. Ihr wisst, ich habe Ringschluss und ich bin im Moment wirklich dran, zu testen und zu testen und zu testen. Es fahren wirklich alle Züge, den Wendel hoch, die Wendel runter, die Steigung hoch, die Steigung runter. Gut, runter ist natürlich immer was einfacher. Es ist wunderbar zuzuschauen, wenn man in der Mitte sitzt und so drei, vier Züge fahren. Das ist echt schön. Was jetzt natürlich für 2022 geplant ist natürlich die Elektrik. Das ist klar. Ich muss die ganzen Gleise anschließen. Ich muss die noch trennen. Das ist ja jetzt alles ein Stromkreis noch. Ich muss die alle trennen, muss die in Blöcke trennen, muss die Kabel verlegen, muss die Kabel anschließen. Die ganzen Weichen muss ich noch anschließen. Da liegt ja noch einiges im Argen, ne? Ja, und dann bin ich halt einfach auch angefixt vom Verein Schmallenbach e.V. eine Tag-Nacht-Beleuchtung hier reinzubringen. Die arbeiten sehr eng zusammen mit Lokstor Digital, mit dem Andreas, auch an dieser Stelle ganz liebe Grüße, habe ich auch schon telefoniert. Ganz, ganz feiner Kerl. Da bin ich jetzt dran, mir das Ganze mal anzugucken, wie funktioniert das, was muss ich dafür haben, was brauche ich dafür. Das ist so was, was mir mittlerweile am Herz liegt und ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe das, wie gesagt, in dem Verein gesehen, das hat geknallt und gerappelt und geblitzt und getan. Ich wusste gar nicht, wo es herkam und das hat mir so gefallen. Ja, jetzt bin ich da so ein bisschen heiß drauf. Ja, also das ist nochmal so eine Sache, die dieses Jahr im Laufe des Jahres passiert. Wie gesagt, die Elektrik der Gleise, die Elektrik der Beleuchtung. Ich habe ja noch kein einziges Haus stehen, außer da der Bahnhof, aber der ist ja noch auch noch nicht beleuchtet. Und das sind alles so Sachen, die ich dieses Jahr vorhabe. Was ich dieses Jahr da wirklich von schaffe, boah, ich weiß es doch nicht. Also ich denke mal, die Häuserbeleuchtung, nicht alle, das wird ja Landschaftsbau sein hier, was hier passiert. Landschaft, Landschaft, Landschaft. Ja, und ja, das ist dann das, was ich mache. Ich habe ja noch die Umrandung zu machen, das Ganze hier, das fehlt ja noch alles. Und wenn da mal die Platten draußen sind und alles super schön fährt, dann geht es an den Landschaftsbau und an die Verkabelung der Schienen, an die Verkabelung der Weichen.
Und das ist dann, ja, das war passiert. Ja, was passiert noch? Ihr wisst, ich habe mit dem Louis ja noch das Projekt laufen, Sibi und Louis, zwei Rheinländer, stellen vor. Ganz langsam, Guido, funktioniert. Da freue ich mich auch drauf, wieder neue Leute kennenzulernen. Der Louis hat ja in seinem letzten Video gesagt, er hat da irgendwie noch was vor. Ich weiß es noch nicht. Aber wenn er sich was einfallen lässt, dann wird das ja wahrscheinlich auch nicht von Pappe sein. Also von daher kommt da auch noch was auf euch zu mit den Rheinländern. Ja. Und was kommt sonst noch? Ja, diesen, das halt dann einfach anfällt. Ich weiß es ja nicht, wie weit ich komme, wie weit der Landschaftsbau. Also ich will dieses Jahr nicht fertig werden. Das werde ich ja nicht, das kann ich ja nicht, das mache ich ja nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen was der Wegweiser für mich. Ja, und das wollte ich euch halt einfach nur mal mitteilen, was da Schluss letztendlich kommt und wie viele Videos es werden. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ja gerade noch von der Umrandung gesprochen. Jetzt habe ich mir mal so, während ich hier so sitze und gucke, wie die Züge fahren, da denke ich so bei mir, ja, ist super schön, wie du unter die Anlage gucken kannst, gefällt dir aber nicht. Was machst du da hin? Vorhang? Nö. Paar Türen hinten? Nö. Die müssen alle maßgeschneidert werden und nö. Das machen wir nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, ein Regal zu bauen, ein zues Regal, wo ich die leeren Boxen von den Loks und den Wagen reinlegen kann. Ich hatte zuerst dran gedacht, noch mal ein paar Vitrinen da unten dran zu machen, mir maßfertige Vitrinen schicken zu lassen. Aber da tritt, wenn die bis ganz unten hin sind, da trittst du dann immer vor und bar. Und wenn du dann da drunter musst, dann musst du die Vitrinen abhängen. Weißt du, die sollten da zum Einhängen sein, aber dann liegt der ganze Kladderadatsch wieder im ne? So, ihr wisst, was ich meine. Also habe ich mir überlegt, werde ich mir, so wie es aussieht, Regale bauen für die Tiefe, wo die ganzen ja, Kistchen sind für die Wagen, für die Loks, für die Sets und, weil es da so alles gibt. Dann kann ich da schön vernünftig stapeln, habe das vernünftig einsortiert irgendwo und denke, das ist eine ganz gute Sache. Wie ich den Rest dann zumache, denke ich, werde ich machen, wie ich damals das bei meinem Aquarium gemacht habe. Ich werde links und rechts Magneten kleben und da werde ich dann ganz dünne Sperrholzplatten dagegen setzen, werde die vielleicht schön tapezieren oder wie anmalen oder wie auch immer, keine Ahnung, sodass das im Prinzip einen Abschluss, einen vernünftigen Abschluss gibt. Mein Gott, also heute habe ich eine Wortfindungsstörung vom Allerfeinsten. Also es soll ein schöner Abschluss werden, nach unten hin, ja? So, dann ist jetzt das, was euch erwartet, was davon umgesetzt wird, das müssen wir gucken. Ich kann hier, glaube ich, sagen, ich bin durch. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne den Abo-Button drücken. Es tut nicht weh. Ich freue mich drüber. Und wenn ihr zeitgleich noch die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Info, wenn ich wieder ein neues Video mache. Und ja, also mir würde es freuen, wenn ihr dabei seid und wenn ihr auch wieder dabei bleibt. Ja, sonst haben wir nichts mehr. Ich würde sagen, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch weiterhin ein super Jahr 2022. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi. Ciao, ciao. So, meine Freunde, wir kommen jetzt hier rein. Eine privat gebaute, eine privat geführte Anlage. Tag-Nacht-Modus mit Gewitter, mit allem Schnicki-Schnacki. Also wie gesagt, die sind seit 2007, haben die angefangen, privat. Es sind 8 bis 10 Mann, die regelmäßig hier bauen. Und ja, so sieht das im Moment aus. Um die Gesichter mal nicht zu filmen. Ein ganz tolles BW gemacht. Nein, keiner da. Ja. Geht dann weiter hier rum.
hier, was wir hier sehen, ist die Schallstation. Da sitzt einer drin und guckt sich das Ganze an. Jetzt wird es interessant für den Kollegen aus Duisburg. Das Ganze wird mit iTrain gesteuert. So sieht's aus. Und mit iCar. Schon ein tolles Ding. Hier der Gleisplan. Gibt die auch noch was mit? Ja, warte. Und das wäre dann der dritte Schenkel. 2 Jahre Bauzeit von dem Schenkel hier. Und hier sehen wir den Erbauer des Ganzen. Einmal winken bitte. Sehr schön. Also der hat diesen ganzen Berg hier hinten in 2 Jahren hingebaut. Faszinierend. Ich finde es faszinierend. Schlechtes Wetter hier. Nacht wird im Schmalenberg. Aber das Autokino finde ich immer noch, das ist genial. Die Idee ist schon toll.